Hi, ich bin der Philipp von Bärpaw und heute möchte ich euch mal zeigen in diesem Video, wie das aussieht, wenn ihr euch eine komplette Ausrüstung bei uns bestellt und die angeliefert kommt. Und dafür würde ich sagen, machen wir jetzt mal das Paket auf, schauen, was alles drin ist, was ihr alles braucht, um den Bogen zusammenzubauen und schussfertig zu machen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ich habe mir hier einfach mal die komplette Ausrüstung bestellt, das heißt den Bogen, dann die ganzen Schutzwaren dazu, Pfeile natürlich und das Bogenpflegeset, mit dem wir den Bogen schussfertig machen können. Und dann schauen wir mal, was wir alles in dem Paket drin haben. Nehmen wir mal raus. Also ich habe hier das komplette Paket, was ihr im Prinzip braucht, um auf dem Parcours zu starten. Angefangen natürlich mit dem Bogen, mit Sehne dazu, Pfeile, die in meiner passenden Länge geschnitten sind, wo ich nur noch die Spitzen einkleben muss. Deswegen habe ich mir auch gleich den Kleber dazu bestellt. Das Bogenpflegeset, hier habe ich die Spannschnur, Sehnenwachs ist mit dabei, der Shelf Rest fürs Bogenfenster, dann ein Sehnenhalter, ganz wichtig, wenn ihr den Bogen lagert, dass die Sehne nicht umherfliegt. Und hier natürlich noch die Schutzausrüstung dazu. Da habe ich einmal den Seitenköcher, mein Armschutz, Schießhandschuh und zu guter Letzt noch ein kleiner Pfeilputzer. So, und dann bauen wir jetzt mal den Bogen auf. Ich habe mir für heute den Omaha bestellt. Das ist ein 68 Zoll langer Langbogen in 35 Pfund Rechtshand. Bin schon gespannt, wie der sich zieht und ja, ich würde sagen, wir packen den einfach mal aus. So, sucht euch was, wenn ihr den Bogen ablegt. Ich lege ihn jetzt hier nicht auf den Boden. Ich suche mir einen weichen Untergrund, damit er nicht gleich zerkratzt. So. Dann zuallererst kleben wir das Shelf Rest auf. Das ist quasi die Pfeilauflage, die, auf der der Pfeil aufliegt, sodass der Bogen nicht zerkratzt. Da habt ihr hier einige Varianten mitgeliefert. So, den Shelf Rest, den knickt ihr so ein bisschen vor, weil wir den später hier ins Bogenfenster setzen wollen. So, dass der schön hier im Bogenfenster sitzt. So, die Auflage haben wir drauf. Jetzt hole ich mir die Sehne dazu. Hier drin befindet sich die Sehne, aber nicht nur das. Hier habt ihr auch nochmal einen Shelf drin. Also normalerweise, wenn ihr den Bogen bestellt, findet ihr hier alles drin, um den Bogen schussfertig zu machen. Zumindest an Materialien, die an den Bogen kommen. Das heißt, wir haben hier drin den Shelf, den Nockpunkt und natürlich auch die Sehne. So, bei der Sehne ganz wichtig. Schaut, wenn ihr die Sehne ausgebreitet habt, ihr habt hier immer ein großes Öhrchen und ein kleines Öhrchen. Das heißt, es gibt bei der Sehne ein oben und ein unten. Das große Öhrchen, das kommt oben an den Wurfarm, das kleine Öhrchen kommt nach unten. So. Die Sehne wird zuerst oben mit dem großen Öhrchen über den oberen Tipp gesteckt, komplett einmal drüber. Das untere Öhrchen kommt unten. Jetzt nehmt ihr euch die Spannschnur zur Hilfe. In diesem Fall habe ich den Spanngurt. Der funktioniert aber genauso wie die Spannschnur vom Prinzip. Da haben wir einmal eine Tasche und einmal eine Lasche, wo der obere Wurfarm durch muss. Und die Tasche kommt über den unteren Tipp. Dann stellt ihr euch am besten breitbeinig in den Spanngurt, schiebt die Lasche nach unten und hebt dann den Bogen zu euch und könnt somit die Sehne auf den oberen Tipp setzen. Wenn ihr den Spanngurt abhabt, kontrolliert ihr nochmal die Tipps, ob die Sehne wirklich sicher drauf sitzt und sagen, das passt. Jetzt sehen wir hier noch, dass die Standhöhe des Bogens etwas zu niedrig eingestellt ist. Das heißt, da muss ich noch mal ran, muss die Sehne noch mal ein bisschen eindrehen, sodass die Höhe passt. Ich messe auch noch mal nach. In dem Bogenpflegeset haben wir nämlich einen Checker mit drin.
Das ist dieses Gerät. Mit dem können wir nachmessen, ob unsere Standhöhe passt. Das sehe ich schon, die Standhöhe passt beim Bogen jetzt noch nicht, beim ersten Setzen der Sehne. Ich messe hier 6,5 Zoll, also 7 Zoll Standhöhe sollte der Omaha schon haben. Das heißt, ich nehme nochmal meinen Spanngurt zur Hilfe. So, dann hebt die hier nochmal an, hakt die Sehne aus und dreht die Sehne rechtsrum ein, um die Sehne kürzer zu machen und damit die Standhöhe des Bogens zu erhöhen. Ich denke, so 10-15 Umdrehungen könnten hier das gewünschte Ergebnis bringen. Zack. So, ich messe nochmal nach und sehe, ich bin knapp bei 7 Zoll. So. Als letztes fehlt nur noch der Nockpunktbegrenzer auf der Sehne, damit ich auch immer auf die gleiche Stelle den Pfeil einnocke und somit einen schönen Pfeilflug hinbekomme. So, um den Nockpunkt zu setzen, nehme ich mir am besten einen Pfeil zur Hilfe. Und was ich auf jeden Fall brauche aus meinem Bogenpflegeset, ist die Nockpunktzange und natürlich den Nockpunkt. Und dann habe ich alles, um den Nockpunkt zu setzen. So, ich nehme mir jetzt einfach mal einen Pfeil. Es geht jetzt eigentlich nur um die Nocke, um den Nockpunkt zu setzen. Klicke ich den Checker hier einfach auf der Sehne ein und setze den leicht auf den Schelf auf, sodass der ganz leicht aufliegt. Also zum Nockpunkt setzen orientiere ich mich immer an dem zweitgrößeren Teilstrich oben. Da fange ich an, mir die richtige Nockpunkthöhe herauszufinden. Das heißt, setz die hier auf, überprüft es nochmal. Es passt soweit erstmal für mich. Später schieße ich den Nockpunkt natürlich noch genauer ein. Ich nehme die Nocke wieder runter und setze den Nockpunkt einmal fest. Noch nicht ganz so fest, weil ich ihn später vielleicht nochmal verändern möchte. Also wo wir schon mal beim Thema Pfeile sind, ich habe mir jetzt die passenden Pfeile gleich mit dazu bestellt. Diese hier sind 31 Zoll lang. Da werden die Spitzen dann noch nicht eingeklebt, beziehungsweise das könnt ihr im Shop aussuchen, ob ihr die Spitzen eingeklebt haben möchtet oder nicht. Dafür habe ich mir auch gleich den passenden Kleber bei uns im Shop mitbestellt. Und das Einzige, was noch wichtig ist, wenn ihr die Insets einklebt, entfettet die gut, macht den Schaft auch von innen sauber, am besten mit Alkohol. Und ja, dann seid ihr bereit, die einzukleben, dann sollten die auch halten. Und übrigens, genauso wie ihr hier entscheiden könnt, ob ihr die Spitzen schon eingeklebt haben möchtet oder nicht, könnt ihr euch auch bei dem Bogen dafür entscheiden, dass wir den schon schussfertig machen für euch. Dann spart ihr euch das ganze Nockpunkt setzen und Schelf aufkleben. Ja, und im Prinzip habt ihr es damit. Ich habe euch gezeigt, wie man den Bogen fertig macht, welche Pfeile ihr dafür braucht, dass ihr auf jeden Fall eure Schutzausrüstung braucht. Und dann könnt ihr direkt schon loslegen auf einen Parcours in eurer Nähe. Und können einfach draußen Spaß haben. Okay, das war's dann soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Gefällt mir da. Wir würden uns auch über konstruktive Kommentare von euch freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!